Sehr geehrte Damen und Herren, hier vor Ort in Hagen und sehr geehrte Online-Teilnehmende an den Bildschirmen, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Veranstaltung Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Gesundheitswesen im Rahmen unserer Tagungsreihe Nachhaltiges Wirtschaften hier an der Fernuniversität in Hagen. Diese Tagungsreihe wurde ins Leben gerufen, um den Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit aus dem akademischen Umfeld heraus voranzutreiben und für ein breites Publikum zu öffnen. Daher freue ich mich, dass Sie alle den Weg zu uns gefunden haben und sich zugeschaltet haben. Die heutige Veranstaltung wurde gemeinsam mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft und dem Feld Gesundheit des Forschungsschwerpunkts Arbeit, Bildung, Digitalisierung der Fernuni organisiert. Es besteht sicher kein Zweifel, dass in Zeiten von Klimawandel und steigenden Gesundheitskosten auch das Gesundheitswesen nachhaltiger werden muss. Wir haben uns heute deswegen nichts Geringeres vorgenommen, als dieses Megathema Nachhaltigkeit mit dem anderen Themenkomplex der Digitalisierung zu verknüpfen. Durch drei oder noch mehr Fallbeispiele möchten wir heute im Laufe des Abends näher beleuchten, wie die Digitalisierung zu mehr Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen beitragen kann, aber auch, wie die Digitalisierung selbst nachhaltiger gestaltet werden kann. Als erstes Fallbeispiel wird es uns eine Freude sein, Dr. Friederike Bruchmann, Gründerin und CEO von XO Life, hier heute virtuell zu begrüßen, die zu uns zum Thema der nachhaltigen Verwendung von Patientendaten für Forschung und Innovation sprechen wird und einen Impuls geben wird. XO Life ist ein Startup, das eine digitale Plattform entwickelt, die Patienten, Experten und die Pharmaindustrie miteinander verbindet. Als zweites Beispiel freue ich mich, dass wir Hüseyin Keke von der Ruhr-Universität in Bochum hier begrüßen können. Wo ist er? Da, wunderbar. Der über das Forschungsprojekt zur digitalen Gesundheit in der Kreislaufwirtschaft, kurz DICE, also Digital Health in the Circular Economy, berichten wird. Hüseyin arbeitet gemeinsam mit Professor Dr. Christian Meeske von der Ruhr-Universität sowie mit Dr. Daniel Fürstenau von der IT University in Kopenhagen und Charité Universitätsmedizin Berlin zusammen und natürlich mit vielen weiteren Partnern dieses Projektes. Dr. Daniel Fürstenau ist übrigens auch bei uns und wird später zur Panel-Diskussion dazustoßen. Als drittes, aber sicher nicht letztes Fallbeispiel freuen wir uns auf Steffen Preuß, der uns einen Impuls geben wird zum Thema der nachhaltigen Therapiemöglichkeiten durch intelligente Technologien. Wo ist er? Da, Steffen. Wunderbar, dass du da bist. Steffen ist Geschäftsführer von Icho Systems, einem Startup aus Duisburg, das einen intelligenten Therapieball für Patienten mit neurologischen Erkrankungen entwickelt hat und diesen bereits erfolgreich in der stationären Therapie einsetzt. Zunächst aber, und das ist uns eine ganz besondere Ehre hier heute Abend, freut es uns, dass sich Professor Jochen Werner zugeschaltet hat für seinen Keynote-Beitrag unter dem Titel Wege zu mehr Menschlichkeit, Qualität und Nachhaltigkeit in der Medizin. Jochen Werner ist Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und Mitglied der Leopoldina. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen treibt er die digitale Transformation der Universitätsmedizin Essen zum Smart Hospital und gleichzeitig die nachhaltige Transformation zum Green Hospital voran. Diese Entwicklung beschreiben er und seine Mitautoren der Uniklinik Essen unter anderem in ihrem Buch Green Hospital – Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Krankenhaus. Sein letztes Jahr erschienenes Buch »So krank ist das Krankenhaus« verbindet, ich zitiere einfach mal, eine erschütternde Analyse des Ist-Zustands mit konkreten Vorschlägen zur Lösung des Problems. So schrieb die WAZ. Er bezeichnet sich selbst als Medical Influencer und er hat auch gerade die erste Ausgabe der 10XD eines Magazins zur Digitalisierung des Gesundheitswesens herausgebracht. Er ist eine von Deutschlands deutlichsten Stimmen zur digitalen und nachhaltigen Transformation des Gesundheitswesens. Herr Werner, schön, dass Sie heute dabei sind. Wir begrüßen Sie und die anderen Speaker mit einem freundlichen Applaus. Vielen Dank.